Thomas, hast du das Team als Kapitän aufs Feld geführt? Wie kommentierst du dieses Match heute? Ja, ich glaube, es war eine sehr schwere Partie heute gegen Dornbirn. Sie sind körperlich sehr stark. Aber ich glaube, schlussendlich waren wir dann trotzdem präsenter, haben noch mehr Gas gegeben, haben noch mehr probiert, haben eigentlich unglückliche Tore bekommen zweimal und haben dann gleich am Schluss schlussendlich dann eigentlich verdient gewonnen. Und du hast aber die Goalgetter-Qualitäten ausgepackt. Weit war das Tor nicht mehr weg, oder? Ja, das stimmt. Das gehört nicht zu den schönsten Toren meiner Karriere, aber ich nehme es trotzdem und ja, und ich nehme genauso auch die 3 Punkte. Wir haben relativ viel Verletzte und man spielt nicht in Bestbesetzung. Jetzt geht es gegen den Tabellenführer in St. Pölten. Wie wird man das anlegen? Ja, ich glaube, so wie heute. Ich glaube, wir brauchen uns von niemandem verstecken. Wir können gegen jeden Gas geben, wir können gegen jeden kämpfen und können mit jedem mithalten in der Liga. Und ich glaube, es ist immer vor dem Spiel alles offen und genauso wollen wir es auch wieder anlegen. Hoffentlich kommen der ein oder andere wieder zurück ins Team und verstärkt uns. Aber ich glaube, auch ohne ihnen haben wir heute bewiesen, dass wir einen guten Kader haben und einfach ein gutes Team, das einfach Gas gibt gemeinsam. Ihr habt zuerst gesagt, 3 Punkte sind immer schön, aber ein Heimsieg ist immer was Besonderes. Gilt das für heute? Das stimmt, ja. Ein Heimsieg ist immer das Schönste, vor allem nachdem wir jetzt zweimal leider ausgeschüttet haben daheim. Glaube ich, war es schon überfällig, dass wir heute 3 Punkte geholt haben. Geh runter in die Kabine und sag Gratulation der ganzen Mannschaft. Mach ich, Dankeschön. Danke. Andi, der Thomas hat gesagt, heute gar keine so leichte Partie und ein paar wirklich Big Saves waren dabei. Hast du das auch so gesehen? Ja, natürlich. Wenn man nur mit einem Tor führt, dann muss man den einen oder anderen noch am Ende dann halten. Gott sei Dank haben wir das gemeinsam geschafft und haben es über die Zeit gebracht. Ich glaube trotzdem, dass wir die Chance aufs 4-2 haben. Dann hätten wir ein bisschen entspanntere Schlussminuten, aber das sind wir schon gewohnt auf der hohen Warte. Da ist nie was entspannt eigentlich. Du meinst, das ist noch ein kleines Vorhaben, einmal so einen ganz schönen, klaren Heimsieg zu feiern? Könnte man nicht erinnern, dass wir das jetzt diese Saison mal geschafft hätten. Aber ja, es ist ja immer spannend bis zum Schluss. Mich freut es besonders, dass wir heute auch mal 3 gemacht haben vor Heimpublikum. Ich glaube, dann kann man die 2 Gegentore auch besser verkraften und ich glaube, die Fans haben sich auch Tore wieder verdienter auf der Hohenwarte. Die Fans wollen natürlich einen Heimsieg, aber wenn du heute als neutraler Zuschauer da zugeschaut hast, wie hast du das von hinten gesehen? Ich glaube, das war ein gutes Match heute, oder? Naja, ich war ja kein neutraler Zuschauer, von dem her kann ich es nicht beurteilen, ich habe ja aktiv teilgenommen. Aber von hinten siehst du viel? Sehe ich viel, aber auch nicht alles. Ne? Ich bin ja auch weit weg zum anderen Tor, aber du sagst es schon richtig, es war mehr Action drin, wie schon vorher erwähnt. Ich glaube, das wollen die Zuschauer sehen, aber trotzdem, der Sieg steht über allem, weil wenn wir 3-2 verlieren, bringt die ganze Action auch nichts. Ne? Und jetzt St. Pölten, wie werden wir es da anlegen? Ja, ich glaube anders. Ich glaube schon, dass die kommen müssen, die wollen aufsteigen. Wenn wir es vielleicht ein bisschen defensiver anlegen, aber ja, wir haben gezeigt, dass wir auch, wenn wir aktiv sind, mit dem Ball gute Aktionen nach vorne haben, und aber hinten dürfen wir halt keine 2 fangen, sonst wird es ganz schwer dort. Gratuliere dir zur tollen Leistung und alles Gute der Mannschaft. Danke.